Guten Morgen und dann, Verzeihung, mache ich mal kurz den hier weg. Weil das war, glaube ich, auch der Einzige, der hier reinragt, ne? Ja, und mach den... Achso, verstehe. Dann mache ich den nochmal weg. Die hatte ich ja bewusst übereinander gebaut, damit die ein bisschen so einen 3D-Effekt haben. Damit es noch flauschiger aussieht. Mach mal den weg. Und die... Stimmt. Ich baue die mal komplett neu. Also, die ganz rangehen, mache ich mal so damit bündig. Obwohl, will ich das? Eigentlich will ich das gar nicht. Wenn ich so mache... Und so mache. Halt. So. Damit das auch ein bisschen unterschiedlich aussieht. So. Dann hier so ein obendrauf. Mach ich den bündig oder mache ich den mit Rand? Dass man den Rand sieht. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, wenn man den Rand sehen kann, ne? Weil es vorne jetzt komisch aussieht. Wenn ich so baue, mal gucken. Doch, ist doch übelst gemütlich, oder? Ich kann sogar noch eine oben drauf machen, damit es noch flauschiger aussieht. So ist aber irgendwie doof. Warte, ich habe eine Idee. Wir machen den in der Drehung nur hier drauf. So. Und den in der Drehung nur hier drauf. So. Dann sieht es chaotisch aus. Gleichzeitig hat das hier so diese Ränder. Das gefällt mir. Das macht es wieder so ein bisschen wilder. Und vor allem sieht es richtig flauschig aus. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier dieses Ding. Hier ist jetzt ein bisschen tot, ne? Also man könnte den blauen Teppich nehmen, aber ich bin ganz ehrlich. Also der hat zwar den gleichen Stoff. Aber, dass er so rund ist, erstens passt dieses Runde hier gar nicht rein, weil hier alles recht eckig ist. Und zweitens ist, finde ich, dieses Rot in Blau, Rot und Blau Kombination, sieht überhaupt nicht schön aus. Ne? Sag mal! Plusti, was ist denn los? Irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich gerade rollig oder so. Aber wir haben doch schon Sommer. Ach ja, apropos Sommer, wir müssen... auch noch unsere Ernte einfahren. Stoffe. Also schon klar, es gibt hier in diesem Spiel keinen Sommer. Sondern in RL haben wir Sommer. Aber deswegen komme ich gerade drauf. Weil wir haben doch einen zweiten Spalier gebaut. Oh, ich finde das voll geil. Und da wollte ich mal nachsehen. Aber bevor wir das machen, erstmal wieder Harz holen. So, hier. Hier und dort. Und zurück. Hervorragend. Und dann direkt in die Felderbase, wa? So, und hier bin ich sehr gespannt. Erstmal, ob die Pflanzen was geworden sind. Außerdem haben wir hier welche gegen gepflanzt. Da, die ist aber tot, ne? Benötigt mehr Platz. Schade. Aber hier ist dafür ordentlich was gewachsen. Ja, die sind alle was geworden. Auch die auf der Rückseite. Nein! Shit. Soll ich nochmal neu pflanzen? Ja, ne? Oh, ich glaube, die sind gerade nochmal... ein bisschen weiter nach außen gewachsen. Sehr gut. Ich hole mal die Hacke und Samen und wir machen das nochmal. So. Und dann achte ich dieses Mal auch darauf. Wenn ich jetzt durchs Lootloch gehe, dann sammle ich alles auf, ne? Ja, ich gehe lieber hier lang. Und diesmal achte ich auch darauf, ob da steht, ob die überleben oder nicht. Ach, der Hammer ist ja gleich down. So viel Zeit muss sein. So. Dann Werkzeug. Das hier. Samen. Die hier. Da packe ich mal einen wieder rein. Ach, 52 brauchen wir niemals. Also über 50. Wir brauchen vielleicht 3 oder so. Wie auch immer. So, dann machen wir mal... Ach, die Hacke ist schon auf der 6. Sehr gut. So. Die hier ist leider nichts geworden. Dann nehme ich mal die Berserker-Äxte. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, die zu benutzen. Hui! Und... Ah! Nein, tu es nicht. Achso, repariert. So. Okay, okay. Mit den Äxten haut man doch schon recht fix zu. Die braucht mehr Platz. Dann... Ah! Alter, die hat ja voll die Reichweite. Shit, ich glaube, ich habe gerade Pflanzen entfernt. Verdammt. Gut.
Ich probiere nochmal. Und das war zu dicht. Ich versuche mal so. In der Hoffnung, dass ein Meter ausreicht an Distanz. Ich probiere es mal so zum Beispiel. Und hier. Wir haben ja mehr als genug Samen, ne? Also passt schon. Irgendwie so ein Stück weg. So. Sehr gut. Dann hier probiere ich... die ist auch down. Ich mach mal... Versuch mal so zu hauen. Hör auf damit! Verdammt! Gut. Und die war sowieso zu dicht. Das sieht man aber auch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die hier überhaupt... Die hätte ja gar keinen Platz, ne? Und hier ist schon alles dicht gewuchert. Hier ist die Pflanze was geworden. Nö, dann gebe ich nicht auf. Probier mal so. Und das ist allerdings auch gut möglich, dass jetzt zu dicht hier dran ist. Ich weiß es natürlich nicht. So, und hier nochmal. So. Und so. Hoffen wir, dass es klappt. Das sieht schon richtig schön dicht bewuchert aus. So soll das hier auch werden, bitte. Theoretisch könnte ich auch die Gegenstücke... Falsches Biom, oder? Nee, stimmt. Aschereben, ich glaube, die Reben können wir überall bauen. Wenn ich mich recht entsinne. Aber das war... Benötigt etwas zum Festhalten. Das heißt, muss ich dann dichter dran? Was zu weit weg? Kann das sein? Weil die ist ja scheinbar was geworden. Die ist gesund. Während der ausrechnet, gucke ich mal schon wieder nach den anderen. Da, die sind auch alle verkackt. Was ist das Problem? Benötigt mehr Platz zum Wachsen. Das kann aber auch heißen, dass die zu weit weg ist. Von der Wand. Deswegen nochmal weg. Und deswegen baue ich die mal... So? Oder hier so? So dran? Keine Ahnung. Und hier? So. Aber es ist auch gut möglich, dass die Pflanze auf der anderen Seite, also die hier, verhindert, dass die wachsen kann. Ja, da ist sie schon wieder da. Und verdammt. Warte mal, ich mach die mal so. Und dann hau ich mal nach da. Nein! So. Die ist jetzt aber was geworden? Nee. Verdammt. Ich glaube, auf die Seite kriegen wir keine mehr. Ich glaube, das ist einfach zu dicht. Ich hoffe, das wächst auch so dicht. Ist aber auch gut möglich, dass ich hier gar nicht neue Pflanzen einbuddeln muss. Oh oh. Ah, ich hasse es. Hör auf damit. So. Reparieren. Gut. Ja, ich glaube, hier ist Feierabend. Und was ist mit der los? Die da ist immerhin was geworden, aber warum wird die hier nichts? Sie sagt, es ist nicht genug Platz, weil die da im Weg ist, glaube ich. Also wir müssen zwischen der, die hat seine Wurzel, der hat seine Wurzel bei der. Und die hat die Wurzel ziemlich in der Mitte. Das heißt, ich mache mal genau bei der Mitte ein Stück nach da und ein Stück hierher. So. Ungefähr so weit weg, wie die andere ist, ne? Ich vergleiche gerade links. So sollte er reichen. Warten. Die ist gesund. Ich schaue nochmal auf der anderen Seite, aber... Ach ja, stimmt, die habe ich ja weggerissen. Wir kriegen hier, glaube ich, keine mehr rein. Aber ich kann schon mal ernten, ne? Bin die ganze Zeit am Labern, während hier reife Trauben sind. Weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn wir die entfernen und wir einen Moment warten, dann kommen nochmal welche. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Hier sind auch noch welche. So. Ah, hier könnte ich noch hinbauen. Probiere ich mal. So. Und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Wir haben ja mehr als genug Samen, um Experimente zu starten. So, und das meine ich. Hier ist wieder was nachgewachsen. Und da auch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, die bleiben oben liegen. Dann hätte ich da mir was überlegen müssen, wie ich das baue. Gut. Hier sind keine Trauben. Ach, auf der Seite ist ja noch gar nichts gewachsen. Schon wieder tot. Jetzt sind beide tot. Hm.
Oder ist das Gegenteil das Problem? Baue ich die ganze Zeit zu weit weg? Also, braucht mehr Platz zum Wachsen. Kann sich ja auch darauf beziehen, dass er was zum Klettern braucht. Ne? Also, wenn ich sie ganz dicht dran baue, so und so, sind sie, glaube ich, zu dicht an den anderen Pflanzen. Warum hat das denn hier so gut geklappt? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ich schaue noch mal, ob da Trauben sind. Nee, nee, nee. Gut, die ist schon wieder gestorben. Nee, so. Gut, wie auch immer, dann mache ich mal so. Weiß ich auch nicht. Und wenn die jetzt auch nichts wird, dann verreck halt. Und wir holen nochmal Honey. Und diese Kante hier finde ich echt nicht schön. Das habe ich ja gemacht, damit hier nichts in die Lücke fällt. Aber ich glaube, ich bearbeite hier lieber. Ich arbeite hier lieber mal mit denen. Nee. Dann mit dem. So. Und dann hier gegen. Warte, habe ich überhaupt genug Holz? Nee. Shit, wo kriege ich jetzt Holz her? Ah, hier. Perfekt. Ja, da können wir mal direkt Holzhacken probieren mit der Berserker-Axt. Ja. Kann es sein, dass man mit der deutlich schneller zuschlägt? Oder kommt mir das nur so vor? Weil man mit der so flink ist. Oh, ups. Ausdauer. Alter Schwede! Die hat ja eine richtig hohe Angriffsgeschwindigkeit. Naja gut, okay, ist ja auch eine Berserker-Axt. Also wäre es ja irgendwie verwunderlich, wenn dem nicht so wäre. Aber gut zu wissen. Komme ich hier durch, ohne runterzufallen? Jo! So, dann gehen wir hier die Honigstraße weiter ab. Und wenn wir damit fertig sind, gucke ich noch ein letztes Mal nach den Pflänzchen. Aber wenn die jetzt auch nichts werden, dann halt nicht. Dann lassen wir das so wuchern, wie es da ist. Wobei es mich immer noch wundert, dass die Gegenseite nicht klappt. Und wir haben ein wenig Holz. Ich mache mal so nach unten. So ist besser, ne? So und so. Und dann machen wir die so hier oben gegen. Nee, das ist falsch. Mach mal da dran, bitte. Will er nicht. Ach, das sind ja auch 45 Grad. Der muss es sein. Ja, nee. Ah, warte. So und hier dran. Na komm. So. Sehr gut. Und auf der anderen Seite auch. Ja, viel besser. Jetzt hat man hier nicht mehr diese Sperre und es sieht viel schöner aus. Und jetzt kann ich eigentlich den auch entfernen. Und nochmal neu bauen. Und zwar rein. Oh, komm schon. Ach, daran liegt's. Ich verstehe, da muss ich so bauen. Halt, der ist zu weit rein. So. Und so. So, ne? Noch ein Stück. Ja, so lasse ich das jetzt. Ja, was soll überhaupt dieses unnötige Detail? Gut, aber auf jeden Fall haben wir das. Hier sind keine Trauben mehr, auf der anderen Seite auch nicht. Die Pflanzen, keine Ahnung. Ich baue es hier einfach nochmal so und so und tschüss. Und die das auch wieder verreckt, ne? Oh, ist sie nicht. Gut, dann wachse und gedeihe und wir gehen zurück. Hervorragend. Das lief doch... Oh, ich muss mich erst mal voll an diesen neuen Boden gewöhnen. Aber voll geil. Voll geil. Freut mich voll. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier ins Lootloch hinunter. Sammeln alles auf. Und weil, schon klar, wir haben jetzt tatsächlich gar nicht so viel gemacht heute. Das heißt, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben viel gemacht. Aber wir haben nicht viel außerhalb gemacht. Und in den Ashlands waren wir... Doch, wir waren in den Ashlands, aber nur kurz, ne? Um auf Aspenjagd zu gehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich glaube, ja. Tatsächlich wurde sich in einem Kommentar auch tatsächlich mal gewünscht, dass wir wieder ein bisschen bauen. Da habt das. Gern geschehen. Aber das hatte ich ja sowieso vor, damit wir
ne, dieses Ding hier bauen können. Das ist voll geil geworden. Marmor rein. Aspenschweif. Warte mal, hier sind die Häute. Die kann ich hier rein tun. Und Morgensehne. Ja, ich mache mal hier kurz Feuer weg. So. Und dann können wir den letzten auch noch mitnehmen. Denn dann haben wir die Monsterorgane hier. Zack. Dann Reptilienfleisch dort. Honig, Beeren, Pilze. So, halt. Honig. Beeren. Und die Samen hier oben rein. Kräuters haben wir auch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stimmt, kochen. Müssen wir ja auch noch. Wir brauchen das und das. Na, gut, dann mache ich das auch nochmal eben. Komm. Weil ich sage immer so, es ist schon wieder leer, es ist schon wieder leer. Ah, jetzt mache ich mal mehr. Ah, nee, das reicht jetzt erstmal und dann mache ich doch nicht mehr. Und jetzt ist Schluss damit. Jetzt machen wir hier endlich mal ordentlich. Das hier, die Pilze und Harz, ne? Ich glaube, so war's. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Halt! Halt! Erstmal gucke ich, ob ich mich richtig erinnert habe. Aber dann fangen wir doch mit den Pasteten an. Weil die müssen ja nebenbei backen. Und ich habe mich falsch erinnert. Wo haben wir es denn? Erstmal für die brauchten wir Mehl, brauchten wir auch die Beeren. Ich habe aber alle Beeren schon dabei. Und wo haben wir es denn? Mariniertes Grüngemüse. Ach ja, das war der blaue Pilz anstatt. Ja, was habe ich denn dann falsch mitgenommen? Tut mir leid. So, was habe ich denn falsch mitgenommen? Harz. Ach, die Beeren brauchen wir gar nicht für das Grüngemüse. Gut. Die Beeren brauchen wir aber gleich. Ich mache mal das und das. Das und das. Und das und das weg. Hol die blauen Pilze. Sowie jede Menge Mehl. Also hier hin. Und die... Ich mache mir mal ein bisschen Platz, ne? Stimmt, Met. Metmischungen. Auch die stellen wir gleich her. Aber erstmal essen. Mehl. So. Ordentlich. Das wieder rein. Und dann nehmen wir uns Aegis. So viel wie geht. Halt. Ich glaube, eins lasse ich drin. So. Damit das dann sich schnell einsortieren kann, ne? Ihr kennt es ja bereits. Und hier dann volle Karacho. Ungekochte Krustenpastete. Let's go! Stimmt, es wird sogar an Mehl scheitern, glaube ich. Weil wir vier Mehl und ein Egg brauchen. Ja, ich glaube, daran scheitert's. Dann holen wir gleich Neues. Und auch da habe ich gesehen, können wir theoretisch nachproduzieren. Können wir uns wieder dann fünf Mühlen bauen. Und das innerhalb von einer oder zwei Aufnahmen machen. Dann haben wir wieder ordentlich Mehl auf Halde. Weil das Problem ist auch, dass es sich halt kaum stacken lässt, ne? Wenn man Korn stacken will. Warte mal, wir können schon backen. Während ich laber. So. Und so. Und so. Weil hier stackt es nur 20 und Korn stackt tatsächlich bis zu 100. Das heißt also, wir kriegen auch, wir machen aus einem Korn-Stack 5 Mehl-Stacks. Entsprechend ist das ganz schöner Platzverbrauch. Aber gut, was soll's. So, wir müssen auch gut hinhören, wenn das fertig gebacken ist. Damit uns da bloß nichts verbrennt. Oh, es reicht wohl doch, wa? Nee, ich glaube, ein bisschen Mehl fehlt. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock zu rechnen. Doch, es reicht. Ja, es reicht. So. Oh, fertig gebacken. Also her damit und rein damit. So, und weiter gekocht. Zwei noch. Und zack. So. Das haben wir schon mal durch. Das kann theoretisch nach oben gebracht werden.
Aber wir machen hier mal direkt weiter. So. Ich habe was vergessen, ne? Ja, die blauen Pilze. Gut. Hätte sich das auch geklärt. Ich gehe mal hoch. Packe hier in die Essenskiste die schon mal weg. So wie die Beeren. Hier rein. Und Mehl hier rein. Die Beeren nehmen wir gleich wieder raus, wenn wir Tränke brauen. Aber wir brauchen die blauen Pilze, die hier. Nehmen wir ordentlich raus. Und die Öfen sind durch. Die Backöfen. Wird sofort weiter gebacken. So. Und so. Ich dachte gerade, das Feuer wäre aus, aber ist noch. Und Flachs schmeiße ich auch nochmal nach. Komm, warum nicht? Und komm. Zack. Fertig. Und reingeworfen. Hervorragend. Dann machen wir mariniertes Grüngemüse. Und diesmal mache ich tatsächlich so viel wie geht. Keine Ausreden diesmal. So. Wir brauchen Höhlenpilz und den blauen Pilz. Sehr interessant. Am meisten brauchen wir aber Harz. Das heißt, da hole ich gleich tatsächlich den Rest, den wir oben haben, auch nochmal. Denn das marinierte Grüngemüse ist top. Ne? Das ist auf jeden Fall Top-Food und wird das andere verdrängen. Halt! Ofen. So. So. Und weitergemacht. Sehr gut. Und ich habe ja auch aufgeschrieben, neues Magiefood. Und zwar, was war das nochmal? Das hatte ich doch eben gerade schon erwähnt. Dieser Pilz, Pilzdrink, Pilzshake oder wie hieß das Ding? Boah, Fisch, hey, wo ist er denn? Ungekocht, ungekocht Fleisch. Nee, Schmutzshake. Da, prickelnder Pilzshake. Hm, dafür bräuchten wir auch Beeren. Und auch die Sachen und Harz. Wir brauchen fast das gleiche, nur Straußenfarn ersetzt sich. Aber, oh, ja, haben wir ganz schön getrödelt, aber wir sind auch schon durch mit Backen. Sehr gut. Ja, ich stelle mal weiter her und laber nicht so viel, sonst werden wir ja nie fertig. Ja, was ich auf Tasch habe, mache ich noch runter. Weil wir brauchen auch noch Met. Metmischungen. Und da weiß ich nicht genau. Ich glaube, für den neuen Magiemet brauchen wir auch Harz. Schau mal. Weil ich finde den neuen Met gar nicht schlecht. Längeres Eiter. Ja, da brauchen wir auch Harz. Gut. Ja, egal. Komm, das, was wir jetzt haben, braten wir weg. Denn mariniertes Grüngemüse brauchen wir immer. Also wird das komplett weggecraftet. So. Und noch ein. Und dann sollte das ja auch gleich durch sein, ne? Ah, ist er schon. Gut. Ja. Dann ist alles fertig gebacken. Hervorragend. Ich gehe mal nach oben, bringe die Pasteten schon mal hier rein. So. So, die nehme ich mit auf, mit ins Inventar. So, und das hier hin. Dann nehme ich mal die Hälfte raus. So. So. Sehr gut. Die Äxte kommen hier hin. Denn hier oben kommt natürlich unser Met hin. Da und da. Das sind... Ach, stimmt. Ich habe gar nicht geguckt, was wir brauchen. Also, beziehungsweise... Ich habe gerade geguckt, aber ich habe nur geguckt, ob wir dafür Eiter brauchen. Und wo haben wir sie denn? Längeres Eiter. Wir brauchen die blauen Pilze. Die neuen Beeren, also die Weintrauben. Und Harz. So sei es. Ich die Kräuter schon mal wieder wegtun. Und bei den Pilzen die hier wegtun. Stoffe kommen hier rein. So. Ja, die Fuhre da ist definitiv die letzte. Ich habe gesagt, wir machen bis hierhin. Und
Ich habe mich daran gehalten. So. Ich nehme tatsächlich mal alles mit, bis auf einen. Damit es sich schnell einsortiert. Und wir brauchen die blauen Pilze. Sowie die... Oh. Oh. So wie ich die Metherstellung kenne, brauchen wir bestimmt wieder 10 pro Mischung, oder? Ja, wir brauchen von allem 10. Oh oh. Dann kann ich sowieso nur 2 machen. Alter, wie viel Trauben wir brauchen. Krass. Gut. Haben wir die schon mal hergestellt? Die packe ich schon mal rein. Und dann wollte ich allerdings auch noch anderen Met machen. Ich guck mal kurz, welchen wir am dringendsten brauchen. Ausdauermet haben wir jetzt wieder hergestellt. Feuermet stand an, ne? Hm. Ausdauermet haben wir noch. Feuermet. Brauchte Gerste und Moltebeeren. Ja. Gerste und Moltebeeren. Die kommen hier rein. Moltebeeren kommen raus. Dann Honig. Brauchten wir nicht, weil es Gerstenwein ist und kein Met. Die Pilze kommen hier rein. Genau gepasst. Okay. Und Korn. So. Harz können wir hier wieder reintun. So. Und dann brauchen wir mehr Trauben, um weiteren Met herzustellen. Naja, gut. So, Gerstenwein. Und da mache ich tatsächlich volle 5. So. Weil Feuermet, ne? Kann ja nie schaden. Sind wir mal ehrlich. Sowohl in den Ashlands. Wenn ich dann auch tränke, wie der Foolings-Boss. Sowie der Ashlands-Boss. Die brauchen auch jeweils massig davon. So. Haben wir alles durch, oder? Hervorragend. Gut, ich check nochmal kurz die Kisten ab. Wir haben jetzt Met-Mischungen hergestellt. Die müssen natürlich erstmal fermentieren. Und Essen haben wir jetzt hier, hier und da. Top. Hau ich mir mal rein, damit das mal wegkommt. Weil die hier werden dann noch ersetzt von diesen... Ich habe schon wieder vergessen. Der Pilzshake. Wie war das Adjektiv? Prickelnd? Prickelnder Pilzshake, ne? Glaube ich. So, Korn weg. Und Stoff weg. So. Hervorragend. Und ich hoffe, es bleibt jetzt noch ein Weilchen Nacht. Aber gut möglich, dass es gleich morgens wird. Ich gehe mal schnell nach oben. Denn die Aufnahme... Oh, laggedy lag. Ja. Ich glaube, es wird gleich Tag und ich kann genau nicht schlafen gehen. So sei es. Ja, aber das war auf jeden Fall eine richtig geile Aufnahme. Wir sind noch nicht fertig mit Umbauen. Ich habe den Kommentar nicht vergessen, der... Oh, come on. So, ich habe den Kommentar nicht vergessen, der meinte, wir sollten hier noch Schilde aufhängen. Können wir machen. Dann. Aber das mit den Böden war mir auf jeden Fall ein Anliegen. Oh, ist voll geil. Ja, ich mag das nicht so, dass es so zittert, ne? Aber wir können dagegen nichts unternehmen. Es muss mal ja irgendwie passig sein. Und dann müssen wir das immer so machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und da waren wir diesmal ein bisschen effektiver nur im Haus. Nächstes Mal geht es dann wieder in die Ashlands, weil wir müssen auch noch ein paar Festungen klatschen für Blutsteine. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like und auch gerne einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.